Hallöchen, zurück bei So Long Dark im Lagerbüro und wir haben Karl getötet. Wir haben Karl getötet. Wir haben jetzt ein Ohr von Karl in der Tasche. Wäre witzig, wenn Will das als Kette tragen würde. Diese Rehhaut ist getrocknet, also kann ich sie aufnehmen. Und ihr seht, guckt mal, da ist er. Ne, falsche Hand, Spiegel verkehrt. Guckt mal, das Tannenbäumchen steht. Ich bin gestern nicht mehr zum Dekorieren gekommen. Tatsächlich, es war gestern für mich, heute auch gestern. Das klingt sehr logisch. Also gestern war für mich Montag, der... Was ist das denn heute? Gestern war der 27. November, heute ist der 28. November für mich. Deswegen kann ich wirklich gestern sagen. Habe ich es leider nicht mehr... Oh, das Feuerstahl ist kaputt. Habe ich das ja leider nicht mehr geschafft zu dekorieren, weil... mich tatsächlich mein Hals nervt. Also, gestern Abend noch richtig... Boah, das ist ja wirklich riesig. Ui, guck mal, neuer Teppichvorleger. Guck mal hier so. Nö. Super sieht das aus. Das ist ja Traum. Der hat mich gestern noch sehr, sehr geärgert. Auch in der Nacht hat der mich geärgert. Kennt ihr das, wenn ihr Halsschmerzen habt und dann euer Hals so unglaublich trocken ist, dass ihr dann dauernd aufwacht und was trinken müsst und dann... Durchs Trinken müsst ihr dann auf Toilette, das ist super. Ja, deswegen war ein bisschen anstrengend in der Nacht. Und ja, aber ich bin heute dann dazu gekommen. Wir haben doch jetzt gar nicht mehr Karl an der Backe, oder? Kann ich jetzt nicht meine guten Sachen wieder anziehen? Und habe gerade das Long Dark Special aufgenommen. Uiuiui, das kam übrigens, das, was schon kam, tatsächlich. Und dachte mir jetzt, komm Annika, wenn du jetzt nur zwei Parts aufnimmst, weil schon, es ist schon sehr spät. So, hier sind meine Bergsteigerstiefel, das ist supi. Die Kampfhose weg und die weg und dann beide hier. Erstmal so. Oh, das sieht ja auch witzig aus. Ah ja, die Handschuhe noch. Wo sind sie denn? Haben wir mal wieder was Vernünftiges an, ne? Zwar kann natürlich auch ein Wolf das kaputt machen, das ist mir schon klar. Aber erstmal. So, dann kann ich auch wieder Mützen anziehen. Ohne Gefahr zu laufen. Obwohl, die könnten wir mal reparieren. Und dann dachte ich mir jetzt, ach komm, nimmst du noch ein bisschen auf. Zwei Parts haben oder nicht haben, ist hier die Devise. dass ich beruhigt dann in Urlaub gehen kann. Da kann mir jetzt ein bisschen Stress auch nicht mehr schaden. Habe ich einen anderen Anorak an? Anorak. Ist auch ein komisches Wort, ne? Wie Niki. Also, T-Shirt. nee, ich habe was Gutes an, oder? Hoffe ich doch. Aber es ist nicht alles so ganz, ganz. Zum Beispiel die Mütze und so. Was mit ein bisschen Stoff für uns? So von einem Kissen zum Beispiel? Das Jagdmesser ist auch schon fast wir haben zwar noch das Messer von Jeremiah, aber... Also die nächste Amtshandlung ist natürlich, dass wir mal wieder zum dritten Mal ins trostlose Marschland gehen. Es war natürlich richtig scheiße, dass beim ersten Mal ich das überhaupt nicht gescheckt habe. Wie sollte ich das auch, ne? Und einfach nur dachte, die kommt nicht, die Aurora. Beim zweiten Mal habe ich es dann zum Glück gescheckt, dass es vielleicht mal an dem Wetter liegt. Dass sie nicht kommt. Ich kann jetzt aber nicht versprechen, dass sie jetzt kommt, ne? Es kann halt auch sein, dass wir jetzt auch bis zur Vergeltung des nächsten Tages warten werden. Das kann lange dauern, ne? Sehr lange. Ah, da müssen wir durch. Wir wollen in diesen verdammten Bunker. Das ist die letzte Amtshandlung. Ich glaube nicht, dass wir noch alles finden werden.
Ja, bei den Nebenstorys, bei der, ich glaube, uns fehlt halt noch. Hengs Schlüssel zum Beispiel fehlt uns noch. Für diese Kiste und so. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich es herkriegen soll, wenn ich ehrlich bin. So, auf wie viel sind wir? 93. Ich schärf's nochmal. Ich will noch die Axt schärfen noch. Dass wir ausgerüstet sind, falls wir. Machen wir den einfach kaputt, den Wettstein. Ich habe auch jetzt die Hoffnung, dass wieder mehr Wild rumrennt, vielleicht auch im trostlosen Marschland. Dann hätten wir wenigstens Essen gesichert. Ne? Wenn, also ich nehme nicht oft Wölfe, aber jetzt hätte ich gerne Wölfe. Die uns dann ein bisschen vielleicht das Leben einfacher machen, indem wir die töten können und dann wir haben ja genug Munition übrig. Und dann die essen können, das wäre schön. Ich weiß nicht, ob die das Problem wird jetzt sein, eine neue Schnütte, also eine neue Schneehütte zu bauen, weil ich glaube, die alte ist jetzt schon kaputt. Leider. Komm, wir machen den Wettstein. Dann ist er kaputt. Dann ist das so. Haben ja auch gut gehalten, die Sachen. Ach so, genau. Ich wollte das Kissen auseinandernehmen. Habe mich gerade schon gewundert. Das kann ich ja leider nicht mit den Händen machen. Das bringt wie viel Stoff? Zwei Stoff. Aber wir brauchen hier wieder Stoff. Für, ach, das reicht ja gut. Tja, wir haben ja schon so viel Stoff. So einfach zum Reparieren jetzt noch und dann ja auch noch für die Hütte. Ich wollte den Wettstein hier ablegen. War der hier auch kaputt? Der war auch schon kaputt. Uiuiuiui, ich glaube, wir haben dann gar keinen mehr, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ganze Zeug, was hier liegt. Die einzigen Sachen, die nicht kaputt sind, sind die Lampen da. So, Nähzeug, genau. Ich hoffe, wir können. Wie war denn das hier? Konnte man im Story-Modus reparieren, wenn es dunkel ist? Ich weiß es nicht mehr. Anscheinend geht das irgendwie. 76, 88, 76. Repariere ich nochmal. Ach ja, ach ja, ach ja. Ob ich gerade richtig bin, müsste morgen Nikolaus sein. Und wir haben kein Wasser mehr. Gut, gut. Das ist toll. Hab ich ja wieder absoluten Skill hier gerade bewiesen. Super. Tongue feels like sandpaper. Ja, warte. Oh, das haben wir schon mal gehört? The tongue feels like sandpaper. Ich glaube nicht, oder? Muss leider mal was trinken. Es tut mir leid. Also ich versuche so nicht zu übertreiben mit dem Aufnehmen und mit zu viel reden. Dass mein Hals nicht zu sehr beansprucht wird. Ich will hier okay, keine Halstablette lutschen während des Let's Plays. Das ist ja auch bescheuert. Deswegen versuche ich ein bisschen weniger am Tag auf. Oh, guck mal, wir haben kein Zunder mehr. Sachen, die nicht oft passieren. Das. Und so, jetzt so. Du, 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 du. Ich glaube, der Weihnachtsmarkt ist auch schon auf. Seit gestern. Da könnte man ja vielleicht auch nochmal vorbeischauen, bevor ich. Willst du mich da verarschen? Bevor man wegfährt? Ist ja okay, ich fahre nicht weg. Ich bleibe hier, Long Dark. Ist das denn für ein Scheiß? Mann, Mann, Mann. Aber ich bin sehr froh, dass sie es heute geschafft haben mit dem Dekorieren. Da bin ich immer sehr froh drüber, weil fühle ich mich dann immer so sehr wohl und mag das immer. Well, that didn't work. Willst du mich denn verarschen? Ich nehme gleich.
irgendwelche Anzünder, ne? Willst du mich denn verumpeln? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wie viel ist denn da drin? Haben wir noch einen hier? Ja, komm. Das ist da jetzt, die war ohne Pieplung hier. Okay, ich hab... Der muss da... Der tippt doch nicht. Der, also... Dankeschön. Dass das vielleicht mal im... im Stalker-Modus ist, aber doch hier bitte nicht. Wir bräuchten irgendwie noch ein bisschen Holz, ja? Obwohl, ich glaube, wir haben noch Holz hier. Ja, ja. Jetzt bleiben wir mal ruhig hier. Das war das Falsche. Oh, hier ist richtig. Hier ist noch ein Altholz. Komm, wir benutzen jetzt mal Zederholz hier, sonst vergammelt doch auch. So. Können wir uns mal einen kleinen Vorrat an Wasser machen. So, dann trinke ich erstmal was, das will hier nicht zu viel Zustand verliert. Wir müssen uns noch ein paar Hagebutten-Tees einpacken. Weil die haben wir ja dank unserer Wertenbrüche, die wir zwischendurch hatten, ja sehr viel verbraucht. Manche waren berechtigt, manche nicht. Und wir müssten eigentlich noch das Fleisch braten auch. So viele Dinge zu tun. Na, hätte man vielleicht auch ein Lied da machen können. Ich kann das nicht einschätzen. Immer noch nicht. Manchmal schon, manchmal denke ich mir das vorher, aber mache es dann einfach nicht aus Angst, dass es dann noch nicht reichen könnte. Ach. Ich fand das übrigens heute sehr witzig. Ach übrigens, so jetzt mal ganz aktuell. Unter ein paar Kommentaren, also es war jetzt nur erstmal bei The Long Dark, deswegen spreche ich das mal an, waren so eine seltsame Spam-Kommentare. Eigentlich ist YouTube sehr rigoros, was Spam angeht. Selbst eure Kommentare, wenn ihr manchmal zu viel kommentiert hintereinander, wird das manchmal in den Spam-Ordner geschoben und ich schiebe das dann einfach wieder zurück und sage, okay, so komm, nee, halt gut. Manche von euch haben tatsächlich sogar eine Sonderberechtigung, wenn das mir zu oft passiert ist, weil ich dann denke, mein Gott, der wird nichts Schlimmes schreiben. Ihr könnt sozusagen was schreiben und also ihr seid sozusagen frei, so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall. Das ist das irgend so ein komischer Spam, der ganz schrecklich ist. Das ist wie so ein Virus-Spam. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe das bis jetzt nur ein einziges Mal bei jemand anderen gesehen, der da ganz doll Probleme mit hatte. Bei dem war alles voll gewesen, oder bei ihr besser gesagt. Und ja, deswegen will ich nur ein bisschen ja, warnen oder so. Oder ich versuche immer schnell zu reagieren, wenn sowas ist. Bitte sagt mir auch Bescheid, wenn ihr das seht und ich sehe das nicht. Ich seid da manchmal schneller. Ich versuche schnell das wegzumachen und das zu blocken und was man nicht also machen kann. Ja. Es tut mir dann wirklich leid, wenn ihr dadurch irgendwie belästigt werdet. Mal schauen, wie das endet. Ja, nur so als kleiner Hinweis. Und dann musste ich lachen, weil die Wölfin hatte zum Beispiel erzählt, ich hatte ja was über, ne, so den Postboten und so, weil der hat ja klingelt, der hat ja beim letzten Part auch mal geklingelt und der war heute wieder da und hat mich halb angebettelt, ob ich die Kisten oder die Kartons für die Nachbarn annehmen kann. Da dachte ich mir schon so, hä? Ist du jetzt, mein Gott, so mag ich doch meistens, wenn es geht. So war, so, also ich fand es irgendwie ein bisschen komisch. Als er dann oben war, habe ich es verstanden. Die Wölfin schrieb mit 20 Kilo Katzenfutter. So ähnlich habe ich mich auch gefühlt. Es waren zwei riesengroße Pakete und zwei kleinere Pakete. Und da dachte ich mir auch so, okay. Okay. Zum Glück habe ich einen großen Flur. Kein Problem. Es war wirklich wow. Also es sind doch schon fast alle weg, außer das eine Paket, was
Es tut mir ja leid, also es ist jetzt ja nicht, dass ich überneugierig bin und in mir ist die Privatsphäre meiner Nachbarn wirklich sehr wichtig. Auf jeden Fall. Aber ich kann nur nichts dagegen tun, wenn auf dem Paket selbst plakativ draufsteht, was da drauf ist. Nämlich, da ist veganes Klopapier drin. 48 Rollen. Da steht drauf, Feeling good without wood. Also gut fühlen ohne Holz. Also noble Sache von meinem Nachbarn, aber ich habe noch nie von veganem Klopapier gehört. Heißt Smooth Panda übrigens. Ich kann nichts da, also, also es tut mir leid, es steht alles so auf dem Karton drauf. Ich kann da wirklich nichts für. Das ist alles in riesengroßer Schrift und kommt. Also, ne? Sind das meine Fußspuren? Wer würde sich das nicht durchlesen? Ja. Ne? Veganes Klopapier. Höchst interessant. Also ich meine, es ist ja ganz cool, ne? Dass dann. Kann man den auseinandernehmen? Wirklich cool, dass halt, ja, das Klopapier nicht für. Kann den auseinandernehmen. Ist ja interessant. Ja, dass keine Bäume sozusagen sterben müssen für Klopapier, finde ich auch irgendwie cool. Ich nur, ne? Aber es ist trotzdem ein bisschen seltsam, ne, das so zu lesen. Und ja, ist komisch. Veganes Klopapier. So, erstmal ist man natürlich belustigt, aber im Endeffekt denkt man sich dann so, naja, irgendwie hat er ja recht, ne? Es steht auch drauf, dass das unverpackt ist. Also, wahrscheinlich ist darauf zu schließen, ne, dass ja eigentlich Klopapier immer in tolles Thema, ne? Weil ich habe immer tolle Themen. Klowasser, Klopapier. This gear is starting to slow me down. Ne, eigentlich immer verpackt ist in Plaste, ne? Also Plaste drumherum ist. Ich kenne da tatsächlich jemanden, der sowas wie eine Phobie hat, Klopapier zu kaufen. Der kann kein Klopapier kaufen. Also ja, der kriegt eine große Macke, so dieses Paket zu nehmen und das einzukaufen tatsächlich. Ich wollte das auch immer am Anfang, ne, nicht so glauben, aber der hat da wirklich unbeschreibliche Angst vor. Und da ich weiß, wie es ist, vor komischen Sachen Angst zu haben, habe ich das dann auch sehr, sehr schnell akzeptiert und so. Aber das ist wirklich komisch, vor was Menschen Angst haben können und die in Panik versetzt. Ne? Also klar, man kann an sowas auch immer arbeiten. Klar. Aber ja, muss man halt selber immer wissen, ob man daran arbeiten möchte oder nicht. Und ob es dann überhaupt weggeht, also oder ob es dann nur so wie so ein Ertragen ist vielleicht. Schöne Themen. Klopapier-Themen ist das Beste. Ich komme mir gerade vor wie bei so einem Familientreffen. Wenn sich meine Familie trifft, am Ende ist das Thema immer irgendwie sowas. Nee, Moment, hier bin ich falsch. Meistens, wenn dann schon ein bisschen Alkohol geschlossen ist. Aber nicht auf meiner Seite, ne? Tatsächlich wird bei mir in der Familie gar nicht mehr so viel Alkohol getrunken. Meine Mutti trinkt ab und zu mal einen Wein oder einen Sekt, aber ist auch sehr selten. Mein Papi mal ein Bier, aber auch nicht so viel, weil der Diabetiker ist, da muss er aufpassen. Ja, deswegen. Bei uns wird viel Kaffee getrunken. Kaffee ist in meiner Familie ein sehr essentielles Mittel, das wir brauchen. So, wir essen erstmal. Gott, wie viele Kalorien das hat. Oh, jetzt wollte ich es gar nicht so anklicken, aber jetzt habe ich. Ist ja auch egal. 37 Kilo ist ganz schön viel, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass wir so viel brauchen. Ich wollte mir noch ein paar Tees einpacken. Ein paar Tees ist gut. Ich packe mir einfach noch mal ein paar Schmerzmittel ein. Ach so. Dann halt so. Okay. Sollte ja vielleicht reichen, ne? Ich hoffe nicht, dass da die völlige Katastrophe ausbricht jetzt, da drüben, im Marschland.
Stöcker kann ich unterwegs noch mitnehmen? Die Bartflechten? Ja, lass ich mal einfach drinne. Vielleicht noch brauche ich dann den Angelhaken eigentlich her. Na nü. Ja, das Öl lasse ich auch mal drinne. Ich habe bestimmt irgendwas zu viel mit. Aber es ist auch, wir haben jetzt, naja, es liegt auch viel an dem Fleisch. Riechen wir? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir riechen nicht. Ich würde, glaube ich, noch mal ein bisschen Stoff, weil, wie gesagt, wir brauchen ja auch ein bisschen, um... Da sind keine Vorhänge mehr. Die Hütte noch mal. Ich glaube, wir müssen eine neue Hütte bauen. Und wenn nicht, brauchen wir Stoff, um die zu reparieren. Also es ist ein bisschen... Ja, haben wir überhaupt noch Stoff hier? Also abgesehen von... Dinge, die hier rumliegen, die wir kaputt machen können? Oder muss ich jetzt mit den 8 Stoff auskommen? Komm, ich nehme, glaube ich, mal die Socken hier und mache die kaputt. Sportsocken, hier sind sie. Zerlegen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, das war ein wunderbarer, sehr höchst informativer Klopapier-Vorbereitungspart. Oh Gott, ich hoffe, das stört keinen, dass ich so viel Unsinn manchmal rede. Dann gehen wir auf. Wie gesagt, nicht wundern, dass ich zurzeit nur 20 Minuten Parts mache. Das ist alles Vorbereitung wegen Vorproduktion. So. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann gehen wir schon wieder ins Marschland. Oh Gott, ich hoffe, die Aurora kommt. Und ich hoffe, die kommt, wenn wir da sind und nicht irgendwo anders gerade rumtappeln. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.